Hallo Leute, meine letzte Thriller-Empfehlung liegt schon eine ganze Weile zurück. Das war, glaube ich, Mitte Mai, blutiges Frühjahr. Derzeit, vielleicht auch aufgrund des schlechten Wetters, bin ich wieder in Thriller-Stimmung. Ich lese im Augenblick Stigma von Michael Hübner. Um dieses Buch geht es aber heute nicht. Dazu gibt es demnächst ein eigenes Video. Heute geht es um Der Federmann von Max Bento. Und was ich sonst eigentlich nicht mache, möchte ich ganz kurz heute ausnahmsweise mal machen, und zwar auf das Cover hinweisen. Ich finde nämlich, das ist ziemlich gut gelungen. Sowohl das Bild vorne auf dem Cover als auch die komplette Klappenbroschur, die nämlich bedruckt ist. Ich zeige das mal ganz kurz. Die ist sowohl innen bedruckt als auch eben hier an den Seiten. Ich finde, das ist sehr schön gelungen, sieht sehr gut aus. Das aber nur am Rande. Wir kommen lieber zum wichtigsten Teil, nämlich zum Inhalt und zu den Qualitäten dieses Buches. Der Berliner Kommissar Nils Trojan sieht sich mit einer ziemlich grausamen Mordserie konfrontiert. Und zwar ist da ein irrer Killer, der Frauen umbringt, auf ziemlich grausame und blutige Art und Weise, und ihnen anschließend die Haare abschneidet. Neben oder auf der Leiche findet man einen zerfetzten Vogel, einen toten Vogel, dem ebenfalls die Federn fehlen. Ja, und eines dieser Mordopfer, einer dieser Frauen, hinterlässt eine kleine Tochter, und die hatte das Glück oder vielmehr das Pech, den Mörder bei der Tat zu beobachten. Das Kind kann zunächst fliehen, aber verschwindet dann von einem auf den anderen Tag, und ja, der Kommissar Nils Trojan ist dann eben dabei, nicht nur den Killer zu suchen, sondern er muss eben darüber hinaus das Kind suchen, weil sie eben die einzige lebende Zeugin ist, zumindest die einzig bekannte. Unterstützung bekommt er dabei von der Psychologin Jana Michels, die ihrerseits eigentlich für ihn da war. Das heißt, er hat ihre Hilfe für sich privat in Anspruch genommen. Warum, weshalb und wieso, das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Überhaupt, denke ich, soll das zur Geschichte alles gewesen sein, denn das sind wirklich so die Eckdaten, die ihr wissen müsst. Daraus entwickelt sich natürlich eine etwas komplexere Geschichte als das bisschen, was ich jetzt verraten habe. Ich komme jetzt stattdessen lieber zu den Stärken dieses wirklich kurzweiligen Buches. Ja, und im Grunde habe ich damit die erste Stärke schon vorweggenommen. Das Buch ist wirklich sehr, sehr kurzweilig. Die 380 Seiten sind das, glaube ich, knapp. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, 384, 385 Seiten. Die lesen sich wirklich wie im Flug, und das hat auch einen Grund. Der Thriller fängt direkt sehr spannend an. Das heißt, es wird nicht viel Zeit für eine elendig lange Einleitung verschwendet, sondern es geht gleich mit ziemlich hohem Tempo los, und der Autor Max Bento schafft es wirklich, dieses Tempo und diese Spannung kontinuierlich hochzuhalten. Das ist etwas, das mir sehr gut gefallen hat. Ebenso sehr gut gefallen hat mir der Protagonist mit all seinen Schwächen und Unsicherheiten. Das ist also kein so typisches Abziehbild eines Charakters, sondern wirklich eine Figur, mit der man sich zumindest über weite Strecken identifizieren kann. Und ja, das ist etwas, das mir sehr wichtig ist, dass ich irgendwie mir denke, okay, das ist jetzt eine Figur, die so wirklich im wahren Leben vorkommen könnte. Und auch das ist, wie gesagt, eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat. Ja, aus genau diesem Grund bin ich ziemlich froh, dass es sich bei Der Federmann um den Auftakt einer Reihe rund um diesen Kommissar Nils Trojan handelt. Es wird also weitere Fälle dieses Berliner Kommissars geben. Und ich werde auf jeden Fall mit an Bord sein. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie die ganze Sache weitergeht. Noch kurze Info, das Buch ist natürlich abgeschlossen. Es wird um andere Fälle gehen. Und ja, wenn ihr mal wieder Lust habt auf einen spannenden deutschen Thriller, also einen Thriller aus deutschen Landen, dann empfehle ich dringend einen Blick in dieses Buch, in Der Federmann von Max Bento. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Es ist ein wirklich durchgehend spannendes Buch, und es liest sich gerade bei diesem Wetter wunderbar, praktisch von selbst weg. Schaut einfach mal rein, und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bin jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns demnächst wieder, und zwar mit der Rezension zu Stigma von Michael Hübner. Und bis dahin sage ich Adios und Ciao.